Hallo, 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 hier ist wieder Schoki Banoki mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Heute wieder mit Till, bekannt von Till und seinem Vlog. Ja, und ich bin der Sashi und wir sprechen heute über den 19. November und am 19. November haben wir wieder ein berühmtes Geburtstagskind. Und du wirst mir sagen, wer es ist. Und das Geburtstagskind ist der Knaller. Jedenfalls. Der Knaller. Alles Gute zum Geburtstag, der Knaller. So, nächstes Thema. Ziemlicher Scheißwitz von dir übrigens. Aber heute, das ist eine tolle Frau übrigens. Ne? Also ich habe sie ja heute irgendwann mal gesehen. Da fand ich sie jetzt nicht mehr so geil, weil die sich mittlerweile irgendwie plastisch. Und die war so süß früher. Meg Ryan, ja. Hat sich dann irgendwie, dann sah sie wieder so doof aus. Aber Meg Ryan hat heute Geburtstag am 19. November in Harry und Sally gespielt, Schlaflos in Seattle und. Ja, Meg Ryan, Knaller. Und übrigens auch, nee, nicht in Top Gun. Nee, in Top Gun hat sie nicht gespielt. Doch, in Top Gun hat sie auch gespielt, klar. Da war sie die Frau von Goose. Kriege ich hier irgendwann Schmerzensgeld? Mann. Demnächst. Aber sie halt, pass mal auf. Der richtige Name von Meg Ryan ist Margaret Mary Emily Ann Hira. Okay. Hast du irgendwas jetzt hinter meinem Rücken gemacht? Kann? Margaret Mary Emily Ann Hira. Ist ja klar, dass man sich dann Meg Ryan nennen muss. Würde ich auch machen. Ja. Genau. Es geht ja schon mal gar nicht aufs Filmplakat. Also hast du. Ja, also Meg Ryan ist 1961 am 19. November geboren. Ja. Jo. Aber was war noch am 19. November? Auch was mit einem Schauspieler. Was denn? Ronald Reagan, aber zu der Zeit als Präsident unterwegs, das war 1985, da hat er sich das erste Mal mit Michael Gorbatschow getroffen. Michael oder Michael? Michael. Ja, das sagst du richtig, wenn du es weißt. Ich möchte nicht. Also, ich möchte gerne anders sein. Auf jeden Fall haben die sich getroffen und haben einen Neubeginn gestartet in den Beziehungen zwischen Ost und West. Was dabei rauskommt, wissen wir alle. Ja, das war 1985. Mhm. Ja. Und am 19. Achso, das war das erste Mal, dass ich dich überhaupt getroffen habe. Ja. Ah, jetzt sind wir am Knackpunkt angelangt. Das ist ja besonders. Ja, ich habe auch überlegt. Denkst du, ich sag hier irgendwas? Ja, manchmal schon. 19. November 1493. Mhm. An diesem Tag hat Christopher Columbus auf seiner zweiten Reise Puerto Rico entdeckt. Jetzt kommst du. Ich überlege jetzt gerade, wo Puerto Rico ist. Puerto Rico ist. Ja, da. Südamerika. Südamerika. Südamerika, weißt du. Also, dann weiter südlich. Da ist er dann halt. Ja, auf seiner zweiten Reise hat er 1493 Puerto Rico entdeckt und das war am 19. November. Und guck mal, seine erste Reise war nur ein Jahr vorher. Ja. Der war schnell unterwegs, der Christoph. Ja, hat ein schnelles Schiff gehabt. Mhm. Ja. Die Santa Maria. Bei der ersten Reise. War das so? Bei der ersten, ja. Ah, okay. Haben wir wieder was gelernt. Mhm. Ja, heute am 19. November haben wir ganz viel gelernt durch den Till und naja. Und morgen sehen wir uns wieder. Was ist morgen? Achso, morgen ist der 20. November. Ja, und bis dahin. Ich habe morgen keine Zeit. Nee, zum Glück. Bis dahin sage ich Cheerio, Miss Sophie. Ciao.